Hallo bei der Wander im Karai Kolbe. Ich will noch mal zeigen, wie ich jetzt schnell einen Anbrüter erstellt habe, den ich morgen zeigen möchte bei meinem Zuchtlehrgangstag. Wie gesagt, das ist der Kunstbaum, den wir geschlagen haben vor circa vielleicht einer Stunde, kurz bevor es dunkel wurde. Jetzt bis Vorbereitung und ich habe noch schnell Honig abgeladen und. Ist es jetzt mittlerweile um 10. Ich habe noch mal umgelauft. Hier ist das umgelaufte Ergebnis. Das stecke ich hier rein. Das sind zwei Honigräume, wie gesagt. Habe ich unten und oben die Wabe rausgenommen. Das ist die Zuchtstoffwabe. Die hänge ich immer direkt daneben. Da ist noch ein bisschen Pollen und Futter drauf. Das andere sind honignasse Rähmchen. Und jetzt schlage ich dort den Kunstschwarm ein und stelle dann, der ist jetzt zu, weil es ist ja auch nachts und dann geht er auch nicht raus, zieht sich dann schön hoch, pflegt die Zellen an. Wie gesagt, man hat auch da keinen Stress. Heute ist auch warm genug und jetzt vor allen Dingen trocknen die Zellen auch nicht so schnell aus. Hier daneben habe ich schon einen, da habe ich dann gestern die Zellen rausgenommen. Der hat sich jetzt natürlich ideal gemacht. Man sieht, der hat jetzt wahnsinnig Bienenmasse. Da habe ich jetzt die drei Zuchtwaben, vier Zuchtwaben von draußen mitgebracht. Habe jetzt von dreien umgelauft, da hänge ich jetzt die anderen gleich wieder rein, so dass wir auch für morgen noch genug Zuchtstoff haben, der natürlich, wie man hier sieht, wahnsinnig gut versorgt ist. Und ja, zum Zellenziehen würde ich jetzt dieses Volk nicht mehr nehmen, weil es schon mal Zellen gezogen hat. Nachlaufen mache ich nie. Und aber für die Vorbereitung des Zuchtstoffs ist dieses Volk oder dieser Kunstschwarm noch wahnsinnig gut und super ausreichend. Also die Larven haben im Saft richtig geschwommen, wie man das so wünscht, wenn man Zuchtstoff nimmt. Und ja, ich denke, dann haben wir morgen auch gutes Material zum Umlaufen. Ja, wie gesagt, den schlage ich jetzt ja ein und mache dann ganz normal den Deckel drauf und würde morgen vielleicht noch mal morgen früh, bevor ja alle kommen, noch mal schnell zeigen, was dann da draus geworden ist. Gut, bis dahin, tschüss. So, ich habe den jetzt eingeschlagen. Ich will nur mal zeigen, wie ruhig sich so ein Kunstschwarm nachts verhält. Der ist da relativ ruhig drinne. Und dann kann man ganz einfach den Zuchtstoff oben drauf setzen. Und der zieht sich jetzt relativ schnell hoch. Man muss den nicht nass machen oder irgendwas. Und ihr seht, da fliegt nicht oder fast keine Biene hoch. Der ist da schön ruhig drinne. Es ist relativ kühl. Er hat keinen Stress von draußen. Also ich mache das unwahrscheinlich gerne. Nach einem schönen Trachttag sind das auch wunderschöne Bienen, die schön pflegen. Wie gesagt, jetzt dadurch, dass der honignasse Waben da drauf hat, frisst er die natürlich gleich schön trocken. Hat natürlich einen richtigen Reizimpuls. Und ja, ist halt eine alte Kiste. Da kommen sie ein bisschen raus, aber spielt keine Rolle. Und ja, und wir werden morgen früh sehen, was der für wunderbare Zellen anzieht. Und in der Regel, wenn der hier von Heimstand ist, packe ich den dann früh morgens aufs Auto und fahre den so 3, 4 Kilometer weg. Und wenn die Bienen von außerhalb sind, wie jetzt, die haben wir hier von 7 Kilometer Entfernung geholt, von den Selektionen, dann kann der hier auch für die 5 Tage stehen bleiben. Und dann hinterher, deswegen mache ich das gleich auf dem Brutraum. Nehme ich diese Zuchtstoffwabe nach unten, Absperrgitter da drauf, rechts 3 oder 4 Mittelwände dran, links 3, 4 Mittelwände dran, oder ich fülle den ganzen Brutraum unten auf mit Mittelwänden und ja, dann funktioniert das eigentlich wunderschön. Gut, jetzt kommen sie doch langsam hier hoch, ich würde ihn dann doch mal zumachen. Jut, tschüss. So, nur noch mal kurz, bevor ich ins Bett gehe, das ist der Platz, wo ich umlaufe. Das ist die letzte Kaffeetasse, die immer liegen bleibt, damit die Wabe ein bisschen höher steht. Ansonsten habe ich hier so eine Nachtduschlampe, die Kaltlicht hat und damit sehe ich eigentlich ganz gut in den Zellen noch, so dass ich eben auch wirklich abends, wenn es draußen schon dunkel ist, hier drinne bei vernünftiger Klimatisierung die Zellen noch gut umlaufen kann oder beziehungsweise die Larven noch gut umlaufen kann. Und ja, so mache ich eigentlich meine Zucht. Und ich habe schon mit vielen Vergrößerungseinheiten probiert, Lupe, Kopflampe und ja,
auch richtig lupe, aber ich habe immer das Problem, wenn ich mir die Larve in der Zelle über Lupe angucke und dann mit normalem Auge in die Zelle einlege, habe ich immer ein Problem, dass ich dann Kopfschmerzen kriege, wenn ich doch ein paar mehr Zellen umlaufe. Und somit ist eigentlich, Gott sei Dank, toi toi toi, mein normales Augenlicht noch völlig ausreichend auf die Nähe, so dass ich da ganz gut umlaufen kann. Ja, viel mehr ist es nicht. Ja, der Tisch wird jetzt einmal abgewischt und dann ist auch wieder gut. Jo, tschüss. Ach ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Wenn der Tisch natürlich hinterher so aussieht, weißt du genau, es war ein guter Trachttag, so dass der Nektar noch schön aus dem Waben rinnt. Und das ist natürlich auch immer ein gutes Zeichen, wenn das so ist, dass du noch gute Bedingungen hast für Zucht, ohne dass du großartig rumkünsteln musst oder Faxen machen musst, indem du stark zufüttern musst jeden Tag. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich nehme die honignassen geschleuderten Waben und ja, das reicht eigentlich zur Reizung super hin. Wenn dann weiterhin Trachttage kommen, wie hier, dass es dann immer noch spritzt, braucht man gar nicht zufüttern. Ansonsten ist es wirklich ganz wichtig, dass man jeden Tag Honigwasser 1:1 zugibt und nicht nur für die Anzucht, weil das Problem ist, dann gehen die Anzuchten gut rein. Aber wenn dann natürlich kein frischer Nektar zukommt, reduzieren sie die Zellen, fressen viele Zellen aus, machen kleine mickrige Zellen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nur weil ich 2 oder 3 Futterwaben reingehangen habe und die im Futter eigentlich eingelagert in der Wabe schwimmen, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass sie trotzdem gute Zellen ziehen. Sie brauchen immer das Gefühl, von draußen kommt was rein. Und wenn nicht reinkommt, dann muss ich eben zufüttern, um künstlich diesen Trachtdruck zu rekonstruieren. Ja, das war eigentlich das, was ich eigentlich mit diesem Tischfoto zeigen wollte. Jo, bis dahin. Tschüss.